Okay, ich habe mich eingeigelt, ich habe getrauert, ich habe alles auch ehrlich gesagt ein bisschen schleifen lassen. Und das war wichtig und das war vielleicht auch nötig und okay, weil ich einfach so vielleicht auch meine Zeit für mich brauchte. Aber jetzt muss Schluss damit sein. Heute ist Termintag. Ich habe mir also einen Zeitplan gemacht und alles eingetaktet und bin von einer Ecke Berlins zur nächsten unterwegs. Und mir ist mal wieder aufgefallen, wie sehr diese Stadt aus Gegensätzen besteht. Berlin und ich waren nicht immer Freunde, aber inzwischen möchte ich echt nirgendwo lieber leben als hier. Es ist hier einfach so lebendig und es ist gleichzeitig ruhig und ich habe so viele Möglichkeiten. Wochen kommt ziemlich viel zusammen und ich weigere mich, da jetzt reinzufallen. Sommerferien stehen an, Bucketlist will beachtet werden und ich will sie ja auch beachten. Die Andrella-Tour muss irgendwie langsam mal geplant werden, lauter Projekte gleichzeitig und die Kalender stehen an. Oh Leute, ich bin so happy mit den Illustrationen dieses Jahr. Die sind so unfassbar schön geworden. Das sind die für den Kreativkalender. Wir haben ja letztes Jahr den Kreativen eingeführt, eigentlich als Kalender, so war der Ursprungsplan. Der Kalender soll ja so ein bisschen die Kreativität wieder aus euch rauskitzeln. Ich glaube, die allermeisten von uns haben als Kinder gerne gebastelt oder gemalt oder irgendwas ausprobiert und so weiter. Und wir waren wahrscheinlich alle ein bisschen kreativer, als wir es jetzt sind, weil das Leben einem manchmal suggeriert, dass alles andere wichtiger ist. Aber ich merke immer wieder, wie oft Kreativität auch ganz, ganz stupide im Alltag echt wichtig ist für so auch Problemlösungen zum Beispiel. Nicht nur Hobbys, sondern auch so in Situationen, wo man denkt, scheiße, wie löse ich das jetzt? Was mache ich jetzt damit? Wenn man einen kreativen Kopf hat und wenn die Kreativität funktioniert, findet man nochmal so ganz andere Ansätze für Dinge. Ich liebe das total und ich finde, der Kalender ist irgendwie so ein schöner Zeitvertreib auf der einen Seite, aber es kitzelt auch nochmal so alte Dinge aus einem raus, finde ich. Und ich mag das Konzept sehr und ihr ja auch. Deswegen, ja, machen wir den auch weiter dieses Jahr und haben, wie gesagt, jetzt eine ganz tolle Illustratorin gefunden. Ich meine, können wir kurz darüber sprechen, wie schön ist das bitte? Die hat sich echt selbst übertroffen. Das ist die Julia von Smørblom. Ich kann euch die mal in der Infobox verlinken. Die macht so traumhaft schöne Sachen und ich bin so happy darüber, dass das alles so aussieht. Und ich muss heute sozusagen entscheiden, wo auf der Seite die Illustration sein soll, wo die angeordnet sein soll, wie groß oder klein die sein soll, wie weit das Punktraster da reingeht und so weiter. Und nicht wundern, diese bunten Linien außen sind natürlich am Ende nicht auf dem Blatt. Das sind quasi unsere Schnittlinien, um zu gucken, wo dann am
Ende das Papier geschnitten wird und wo das dann am Ende aussehen würde, damit man sieht, wie weit Dinge so an den Rand gehen können. Alles bla bla. Genau, das ist heute dran und ich mache heute die Kreativfragen. Ich habe schon angefangen und habe jetzt einige rausgesucht und überlege mir, was sozusagen euch weiter kreativ anregen könnte. Und ich merke deutlich, dass ich dieses Jahr ein bisschen mutiger bin als letztes Jahr. Letztes Jahr war es ja eher so ein bisschen mal testen, aber jetzt auch mit eurem Feedback weiß ich, dass man da auch so ein bisschen auch nochmal um die Ecke denken kann. Und ich bin sehr gespannt, wie ihr das dann dieses Jahr, also für 2025 dann findet. Genau, das mache ich jetzt und dann sprechen wir noch so ein bisschen über Anordnung. Ich muss leider mal Fritz anrufen und den um so ein paar Änderungen bitten. Und dann haben wir es auch fast. Dann geht es bald wieder los mit Druck und so. Verrückt. Seitdem Finny so krank war, kriegen Finny und Mika nur noch Feuchtfutter. Und der große Nachteil, finde ich, an Feuchtfutter, abgesehen davon, dass es viel, viel besser für Katzen ist, aber ist tatsächlich in der Anwendung, dass man es nicht so leicht dosieren kann, wie einfach mit so einem Messbecherchen. Und gerade wenn ich unterwegs bin und so weiter und ich habe Katzensitter hier, die vielleicht jetzt nicht so krass katzenerfahren sind, dann wiege ich das gerne vorher ab und habe mir dafür, die Leute, die in medizinischen Bereichen arbeiten, werden die kennen, solche Becherchen besorgt. Das hier sind Urinbecher. Die habe ich mir unbenutzt neu gekauft. Und ich finde die sehr praktisch, weil die eine ganz gute Größe haben für so eine Portion. Man kann die luftdicht verschließen, das heißt, das Futter da drin bleibt frisch. Und ich kann es ganz gut vorportionieren und muss nicht jeden Tag, dreimal am Tag Futter abwiegen. Das ist ganz geil. Und auch, wenn ich in Urlaub fahre, kann ich es für die Katzensitter so ein bisschen einfacher machen. Und ich habe jetzt einfach wirklich nur mit so einem Labelmaker da den Namen jeweils drauf getackert. Einmal die Woche messe ich also Futter ab und habe dann den Rest der Woche meine Ruhe. Ist ganz cool. Ganz viele hatten sich gewünscht, dass ich mal ein Update zu Finny gebe, weil ich das, glaube ich, hier auf YouTube auch gar nicht bis zur Gänze getan habe. Ich glaube, ich habe euch nur auf Instagram dann sozusagen am Ende abgeholt. Ich habe euch hier nur erzählt, dass Finny krank war und dass es ihm sehr lange sehr schlecht ging und wir ihn mehrfach fast verloren haben. Wir hatten aber unfassbar Glück. Er hatte unter anderem die Diagnose Bauchspeicheldrüsenentzündung und Diabetes. Und die Ärztin hat da zu dem Zeitpunkt schon zu mir gesagt, naja, es gibt Katzen, die bilden das zurück, wenn die sich wieder erholen generell. Und das war sozusagen so ein bisschen meine Motivation, von dem Tag der Diagnose an alles zu tun, um Finny wieder auf die Füße zu stellen und vielleicht sogar eine Remission zu erwirken. Ich habe Buch geführt, ich habe über Wochen wirklich jede Kleinigkeit aufgeschrieben, die mir aufgefallen ist an ihm. Ich habe getestet, ob ich seinen Bauch anfassen kann, also ob er Bauchschmerzen hat oder nicht, wie viel er trinkt, wie viel er futtert und so weiter. Und es war ein absoluter Stillstand. Es ist wirklich gar nichts passiert. Die Werte waren die ganze Zeit unfassbar hoch, obwohl wir hohe, und ich meine wirklich extrem hohe Dosen Insulin gespritzt haben, dass die Ärzte auch schon dachten, ey, sag mal, wenn man so viel in der Katze spritzt, muss doch irgendwas passieren, sonst ist gar nichts passiert. Und dann kam der entscheidende Hinweis, einfach nochmal aufs Futter zu gucken und auf den Fettgehalt des Futters. Dann die Tiere mit Bauchspeicheldrüsenentzündung, die können nicht mehr so einen hohen Fettgehalt aushalten, beziehungsweise der Körper kann das nicht verarbeiten. Und wir haben dann nochmal das komplette Futter umgestellt, was auch ein Risiko ist, wenn man eine Katze mit Diabetes hat. Denn wenn die nicht fressen, dann kommen die natürlich in eine Unterzuckerung. Und das ist bei Katzen mit Diabetes teilweise dann richtig dramatisch, dass man einfach auch sie verlieren kann. Aber es gab dann so einen Moment, in dem ich Finny auch angeguckt habe und gesagt habe, ich weiß, du magst kein Feuchtfutter, du magst lieber Trockenfutter, aber bitte vertrau mir, das ist jetzt wichtig. Und die Leute, die keine Tiere haben, werden jetzt mit dem Kopf schütteln, gleich, wenn ich das sage. Die Leute mit Tieren können es vielleicht nachvollziehen. Der hat mich so angeguckt, als hätte er mich verstanden und hat sich umgedreht und einfach dieses Feuchtfutter gefressen. Ich war schock. Und wir haben das dann durchgezogen und haben
an der Stelle auch von 2 Mahlzeiten am Tag auf 3 erhöht, damit er einfach konstant so ein bisschen was im Bauch hat. Am Anfang sehr strikt, inzwischen machen wir das nicht mehr ganz so strikt. Wenn er dann mal mittags seine Portion nicht kriegt und dann eben abends eine größere, ist das auch fein. Aber für den Anfang war es super wichtig, sich da wirklich genau dran zu halten. Und innerhalb von einer Woche haben sich seine Werte komplett normalisiert. Wir hatten dann noch so 2, 3 kleine Erhöhungen, aber kein Vergleich. Und ja, dann war er wieder gesund. Wir sind dann nochmal in die Klinik, haben das nochmal alles gegenchecken lassen, auch quasi das Blut untersuchen lassen, so einen Langzeitzuckerwert bestimmen lassen, um zu gucken, ob das jetzt eine Momentaufnahme ist oder ob das wirklich jetzt dauerhaft so ist. Und er ist komplett wieder gesund, komplett in Remission und alles ist wieder gut, was wirklich echt so ein bisschen unglaublich ist, muss ich sagen. Aber es ist so. Seitdem messen wir so, ich würde sagen, alle 1,5 Wochen ungefähr fällt es mir ein, dann messe ich auch mal wieder. Das lässt er ja auch immer alles ganz lieb mit sich machen, der Schatz. Aber es ist alles im Normalbereich und Finny geht es wieder richtig, richtig gut. Und ich kann ja nicht sagen, was das für eine Erleichterung ist. Ey, ich war wirklich über Wochen im völligen Ausnahmezustand. Mir ging es überhaupt nicht gut damit, weil ich natürlich die ganze Zeit Angst hatte, nicht mehr gut geschlafen habe, weil ich immer dachte, war da was? Wenn man sein Tier einmal in so einem Ausnahmezustand sieht und weiß, wie schnell das gehen kann, ist man einfach so die ganze Zeit an High Alert. Und in dem Moment, wo die in der Klinik gesagt haben, dass er wieder fit ist, bin ich nach Hause gefahren und habe, glaube ich, 2 Stunden geschlafen. Ich war richtig durch. Es war das erste Mal auch, dass ich wirklich ruhig schlafen konnte. Ich bin so, so, so dankbar für die Ärztinnen, die sich da den Arsch aufgerissen haben. Ich bin so dankbar für Luisa, von der der entscheidende Tipp kam, die uns echt einfach wirklich den Arsch gerettet hat. Und ja, kann nicht glauben, dass wir das da wirklich heile wieder rausgeschafft haben. Ey, wir sind so eine Glückskinder-Urschi. Gleich, Urschi. Trotzdem ist es ja nicht ganz spurlos. Oh, jetzt hat Katzenhaare im Gesicht wahrscheinlich. Mein Oberteil ist auch dreckig. Egal. Das Ganze ist natürlich nicht ganz spurlos an uns vorbeigegangen. Ich bin ehrlich mit euch. Ich habe in dieser Zeit unfassbar viel Geld ausgegeben. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich das überhaupt hatte. Ich glaube, viele hätten das gar nicht gekonnt. Das ist ein absoluter Luxus und ein Riesenprivileg, dass das überhaupt ging. Aber es ist schon echt krass, um im Rückblick zu sehen, was da eigentlich alles so weggegangen ist, und es macht mir, muss ich ehrlich sagen, auch ein bisschen Angst. Ich würde es immer wieder genauso machen, aber jetzt kommt natürlich der Gedanke, okay, jetzt musst du aber echt gucken, dass du da auch wieder ein bisschen enger schnallst und das alles so ein bisschen wieder zurückersparst, denn es war sehr viel Erspartes, was dabei flöten gegangen ist, und das ist völlig okay, aber ich habe dann auch in der Situation deutlich gemerkt, dass ich so die letzten 1,5 Jahre, in denen ich einfach sehr, sehr, sehr viel getrauert habe und geheilt habe und viel bearbeitet habe und so weiter, dass ich da nicht so gut meine Finanzen im Griff hatte. Ich habe ziemlich viele Sachen so ein bisschen aus den Augen verloren in dieser Zeit, vor allem mich selbst und ja, meine Bedürfnisse, das musste ich erst wieder lernen, aber eben auch meine Finanzen, und jetzt nicht zur Gänze, dass ich so gar keine Kontrolle mehr hatte, aber an vielen Stellen habe ich mich einfach so ein bisschen hinter der Angst versteckt. Kennt ihr das? Dass man Angst hat, sich damit zu beschäftigen, sich damit auseinanderzusetzen, und das macht es ja eigentlich nur schlimmer und es lähmt einen so. Und gerade in der Zeit, als es Finny so schlecht ging, habe ich mich kaum noch getraut, auf mein Konto zu gucken. Ich habe es definitiv auch viel zu selten gemacht. Es ist mir super unangenehm, dass ich das nicht mehr so im Griff habe, wie ich das mal hatte. Ich war da mal richtig, richtig gut drin, aber ich versuchte auch ein bisschen gütig mit mir zu sein und zu sagen, ja, aber man kann sich jetzt hinsetzen und sagen, ja, ist scheiße, du bist eine blöde Kuh, oder man sagt, okay, dann ändern wir das jetzt wieder. Und da habe ich irgendwie gemerkt, dass das System auch, was ich vorher hatte, für mich nicht mehr so gut funktioniert, und habe jetzt bei meinen FreundInnen nachgefragt, wie die das machen, und habe mich da so ein bisschen inspirieren lassen. Ich telefoniere auch nachher noch mit einer Freundin, die mir erklärt, wie sie das macht, und werde einfach mal gucken, was ich mir abgucken kann und mir einfach jetzt Stück für Stück ein neues System aufbauen, dass ich das wieder so ein bisschen mit mehr Ruhe angehen kann. Denn wenn ich das regelmäßig mache und ein gutes System habe, dann merke ich auch, dass die Angst kleiner wird und dass ich mich einfach insgesamt sicherer fühle. Und Leute, das ist wirklich so ein Ding der letzten Jahre. Ich habe so keinen Bock mehr darauf, Angst vor irgendwas zu haben. Heißt nicht, dass ich Angst generell schlecht finde. Das ist ja auch ein guter Indikator für viele Sachen. Aber ich will nicht mehr so panisch sein vor bestimmten Situationen. Und meistens ist man panisch vor Situationen, die einen überfordern. Und das kriegt man wiederum weg, indem man sich dem einfach stellt. Streich das einfach. Das ist schwer. Aber das tun wir jetzt. Also, Futter wegräumen, und dann kümmere ich mich mal um die Finanzen. Auch eine geile Brücke, ne? Katzenfutter, Finanzen, naja.
Leute, das ist jetzt das Ergebnis. Ich habe das mit einer Freundin gerade zusammen erarbeitet, die das genau so für sich umsetzt. Und ich dachte, ich probiere das auch mal, weil es einfach schön simpel gehalten ist und man trotzdem Sachen ganz gut vor Augen hat. Ich finde das ganz geil. Und ich dachte, für den Fall, dass jemand von euch vielleicht auch ein bisschen struggelt, teile ich mal mit euch, wie sie das gestaltet hat und wie ich es jetzt sozusagen ausprobiere. Deswegen habe ich hier so ein bisschen so eine anonymere Variante davon gemacht, damit ihr seht, wie es funktioniert. Am Anfang des Monats schreiben wir uns auf, wie der Kontostand ist, der aktuelle. Und dann geht es um die Fixkosten. Fixkosten sind Miete, Strom, ETFs, Handy, Autoraten, Versicherungen, die ihr habt und diese Sync Funds. Wenn ihr damit nichts anfangen könnt, das ist im Grunde alles, was unter anderem in Raten abgezahlt wird oder jährlich abgebucht wird, was jetzt nicht jeden Monat dran ist. Das kann man nämlich schnell aus den Augen verlieren. Und dann kommt irgendwie die jährliche Abrechnung von irgendwelchen Versicherungen und man steht da und denkt, ach du Scheiße. Und von daher rechnet man sich dann sozusagen den Versicherungsbetrag, den man in dem Fall jetzt als Beispiel zahlen würde, aufs Jahr, rechnet man sich auf die 12 Monate runter, damit man sich das hier eintragen kann als monatlichen Fixkosten, die man zurücklegt auf ein Unterkonto, damit man eben bereit ist, wenn das abgebucht wird. Und das rechnet man sich einmal aus und schreibt sich das hier oben hin, damit man schon sieht, okay, das ist sozusagen das, was generell auf jeden Fall abgeht. Und dann kommen wir zu den variablen Kosten. Das kann sowas sein wie Lebensmittel, Benzin, Spaßgeld, Fun Money, Hobbys. Euch fallen bestimmt noch ganz viele andere Sachen ein, die ihr monatlich sozusagen ausgebt. Aber das sind jetzt so die Klassiker. Und auch da ist eben dann der Trick, sich Budgets zu überlegen. Ne? Nicht einfach nur so Geld ausgeben und gucken, was passiert, sondern sich zu überlegen, wie viel will ich denn für Lebensmittel ausgeben? Wie viel Budget gebe ich mir für Benzin? Wie viel Budget gebe ich mir, um damit rumzuschattern? Wie viel Budget geht für Hobbys drauf und so weiter? Dass man sich das auch einmal zusammenrechnet und sich hier oben hinschreibt. Und dann gibt es hier unten noch das geplante Geld, wie zum Beispiel, es steht ein Urlaub an, wie viel will man dafür sozusagen ausgeben? Oder man hat irgendwie eine größere Ausgabe geplant in dem Monat oder es stehen Geburtstage an und man will dann noch Geschenke besorgen, dass man sich das auch aufschreibt und dann eben hier festhält, wie viel das dann im Grunde wäre, damit man insgesamt sieht, okay, das habe ich und das geht alles davon ab. So, übrig hat man dann eben den Betrag, das kann man sich einmal ausrechnen, wie es ungefähr wäre und dann sieht man, okay, das ist jetzt ein guter Monat oder es wird schwierig oder wie auch immer. So, am Ende des Monats macht sie immer so eine Übersicht hier unten und schreibt sich genau auf, was waren denn wirklich die Einnahmen, was waren wirklich die Ausgaben. Klar, ETFs ist logisch, was ist noch im Notgroschen drin und was ist quasi mit dem Sync Fund? Und sie schreibt sich dann immer auf, okay, was war mehr oder weniger als geplant, damit man sieht, was da ungefähr an Bewegung ist. Also gerade wenn man jetzt für einen Notgroschen einspart, sieht man eben jeden Monat, was dazugekommen ist. Und das ist eigentlich schon ganz schön und auch ziemlich motivierend, finde ich. Und auf der Seite schreibt sie sich dann konkret auch detaillierter die Ausgaben auf. Das heißt, sie schreibt sich hier bei Lebensmitteln beispielsweise auf, was sie ausgegeben hat, wie viel es gekostet hat und dann hat sie sich ein Budget hier gesetzt für die Lebensmittel. Damit startet sie und rechnet dann sozusagen den Betrag hier schon mal ab, damit sie Stück für Stück im Monat immer mehr sieht, wie das Budget für Lebensmittel kleiner wird, um zu gucken, wie viel habe ich denn überhaupt noch und nicht so ins Blaue reinzuschießen. Das macht sie eben auch mit dem Spaßgeld und auch mit anderen Sachen. Und das finde ich ziemlich übersichtlich, wenn man da wirklich auch im Verlauf des Monats immerzu einen Überblick hat, wie es gerade aussieht und ja, wie sich das alles so entwickelt. Ich finde das echt gut. Ich finde das gut durchdacht und ziemlich simpel gehalten. Ich glaube, das probiere ich jetzt einfach mal aus und schaue mal, wie es funktioniert. Das ist ja das Schöne, wenn man sich ein System wieder erarbeitet oder neu erarbeitet in dem Fall, dann kann man ja immer gucken, was davon funktioniert und was nicht, wie kann ich das verändern, damit man so Stück für Stück über die nächsten Monate verteilt, eben das immer mehr optimiert, damit das wirklich richtig gut zu einem selber passt. Und ich muss sagen, das entspannt mich etwas. Probieren wir das. Thank you.
versuche momentan so ein bisschen wieder Raum für mich zu schaffen. Das ist halt mir ein bisschen schwer, weil ich irgendwie gerade sehr feststecke in dem Bedürfnis, allen anderen Rollen irgendwie zu entsprechen, die wir ja alle haben. Die Rolle als Mama natürlich an allererster Stelle und die Rolle als Freundin, als Tochter, als Enkelin, als Chefin, als Content Creatorin. Und es ist manchmal gar nicht so einfach, sich so zu verteilen und allem gerecht zu werden. Und manchmal klappt es ganz gut und manchmal klappt es irgendwie gar nicht. Und was vor allem immer zuallererst hinten runterfällt, bin ich. Deswegen versuche ich momentan so ein bisschen das zu verändern und mehr Raum für mich zu schaffen, um einfach so ein bisschen Musik zu machen oder zu malen. Apropos, ich muss noch den Typen anrufen für die Ausstellung. Da hatten auch einige nachgefragt, ja, es wird eine Ausstellung geben. Und zwar von meiner Schwiegermama und ihren wunderschönen Bildern. Da sage ich aber euch nochmal genau Bescheid. Das muss ich noch klären. Gerade jetzt momentan tut mir das total gut, mir diesen Raum für mich zu nehmen, weil natürlich gerade wieder sehr viel in meinem Kopf umhergeht. Denn nächste Woche hat Wimi Geburtstag und wird einfach mal 5 Jahre alt. What? Ich finde das so krass, wie langsam man mit dem Kopf hinterherkommt bei den Kindern. Ich habe früher mal gedacht, wenn mich jemand gefragt hat, in welcher Klasse ich gerade bin, ich bin seit 100 Jahren in der gleichen Klasse, warum kannst du dir das nicht merken? Aber auf der anderen Seite quasi als der Erwachsene, dann dazustehen zu denken, keine Ahnung, in welcher Klasse jetzt mein Neffe ist, weiß ich nicht, müsste ich fragen, können mir vielleicht ausrechnen, keine Ahnung. Und zwar nicht, weil ich Desinteresse daran habe, sondern weil die Zeit so an mir vorbeifliegt. Und beim eigenen Kind finde ich das noch viel krasser, wenn man irgendwie denkt, du warst doch gestern gerade noch so ein kleiner Wurm, der sich das erste Mal umgedreht hat und heute, ja, läufst du rum und nächstes Jahr kommst du in die Schule, what the fuck. Gerade um Wimis Geburtstag rum merke ich natürlich, wie bei mir, und es wird wahrscheinlich anderen Eltern auch so gehen, dann so alte Gefühle hochkommen, ich vieles so reflektiere, wie das war und wie so seine Geburt war und die Zeit davor und die Zeit danach und so weiter. Und ihr kennt die Geschichte, ich werde sie jetzt auch nicht wieder rausholen. Es ist so verrückt zu sehen, wie viel dieses Kind lernt, wie viel wir auch gemeinsam lernen, wie viel wir gemeinsam wachsen. Er natürlich allem voran, aber ich natürlich auch als Mama. Ich versuche mir das auch immer wieder vor Augen zu führen. Ich bin so Anfängermama, sage ich immer, weil ich noch nie einen 5-Jährigen hatte. Ich hatte auch noch nie vorher einen 4-Jährigen. Ich mache das alles zum ersten Mal und an vielen Stellen kann ich meiner Intuition inzwischen komplett vertrauen. An einigen Stellen stehe ich manchmal schon da und denke, okay, wie löse ich das jetzt? Es ist für uns beide Wachstum und für ihn natürlich krasser, weil er quasi ins Leben reinwächst und ich wachse in meine Rolle immer mehr rein, immer noch. Ich würde schon sagen, dass ich, ja, ich sage, dass ich eine gute Mama bin und ich bin da auch stolz drauf, wie unser Verhältnis ist und wie wir Sachen lösen und ja, wie wir an einigen Stellen das wirklich gut machen. Heißt aber nicht, dass ich perfekt bin, heißt nicht, dass ich nicht auch den Wunsch habe, an vielen Stellen noch mehr zu lernen und ihn dann noch besser zu unterstützen und Sachen vielleicht konsequenter hier und da zur Hand haben und so weiter, an anderen Stellen vielleicht ein bisschen mehr locker zu lassen. Man bewegt sich ja die ganze Zeit und es ist ja auch gut so. Und ich habe gerade neulich darüber nachgedacht, was ich eigentlich so hauptsächlich gelernt habe in den letzten Jahren. Und ich glaube, das Erste ist auf jeden Fall, dass die Meinungen anderer mir scheißegal sind oder scheißegal sein sollten. Ich weiß, dass ich am Anfang natürlich auch in meiner Unsicherheit über die Situation und wie es mir ging und so weiter wirklich von einer Ecke in die andere gezogen wurde, gefühlt, weil jeder eine andere Meinung hatte dazu, wie man das löst mit dem Stillen, wie man das löst mit den Windeln, wie man dieses und jenes mit dem Schlafen löst und so weiter. Und ich bin irgendwie von einer Meinung in die nächste gezogen worden und hatte selber überhaupt keine Idee. Und ich habe auch mir die Zeit gar nicht genommen dafür, darüber nachzudenken, was ich denn für richtig halte. Das kam dann erst, als ich wieder ein bisschen mehr Kraft hatte. Aber eine ganze Weile war mir so wichtig, was andere denken darüber, wie ich als Mama hantiere oder wie ich auch mit mir selber bin, was ich anziehe, wie ich rede und so weiter. Und inzwischen merke ich, dass mir das immer egaler wird, was Leute sagen, was sie denken über mich. Und das heißt nicht, dass ich nicht kritikfähig bin, glaube ich. Ich bitte schon auch oft um Feedback bei Freunden und sage, Mensch, wie siehst denn du die Situation? Oder wie hättest du das und das denn gehandhabt? Oder findest du das ich? Und so weiter. Ich versuche schon auch, meine Freunde so ein bisschen zu bitten, mir einen Spiegel vorzuhalten. Ich halte das für sehr, sehr wichtig, weil man sonst einfach so in seinem eigenen Saft kocht. Aber so Leute von außen, deren Rat ich eigentlich nicht annehmen will, deren Meinung sollte mir eigentlich noch egaler sein. Eine Sache, die jetzt gerade auch sich in der letzten Zeit nochmal anders verändert hat, ist,
die Sache mit dem schlechten Gewissen. Ich glaube, jeder von euch, der Eltern ist, weiß, dass man eigentlich mit der Geburt des Kindes irgendwie das schlechte Gewissen in so einem kleinen, so einer kleinen Box mit Schleifchen so überreicht bekommt. Und man hat eigentlich konstant ein schlechtes Gewissen. Weil man immer den hohen Anspruch an sich hat, in irgendeiner Form eine Perfektion anzustreben. Nicht, weil man selber von sich erwartet, perfekt zu sein, sondern weil man dieses kleine, perfekte Wesen sieht, was man so unfassbar liebt. Und man will einfach die allerbeste Version von sich sein. Und da ist man eben sehr häufig, ich vor allem war auch sehr häufig einfach sehr böse auf mich, weil ich bestimmte Sachen nicht konnte, weil wir diesen Start hatten, wie wir ihn hatten, weil ich an vielen Stellen gerade am Anfang nicht so viel Kraft hatte, wie ich sie gebraucht hätte eigentlich und nicht so geduldig war und so weiter. Und auch heute noch gibt es Situationen, wo Vimi morgen sagt, er hat keinen Bock in die Kita zu gehen und es ist eben kein Tag, wo ich sagen kann, okay, kein Ding, dann machen wir heute zu Hause, ich verschiebe die Arbeit um einen Tag, weil ich irgendwie, keine Ahnung, Termine habe oder irgendwo sein muss. Im Grunde ist ein schlechtes Gewissen ja so ein Kreislauf von schlechten Gefühlen. Ne? Man hat ein schlechtes Gewissen und man fühlt sich irgendwie blöd und man ist dadurch auch reizbarer, merke ich zumindest, weil ich dann schneller in so eine defensive Haltung gehe und so weiter. Und die Kinder spüren das natürlich, die kriegen das mit. Die merken auch, okay, Mama steht für sich ein und hat dann aber keine guten Gefühle damit. Das sind ja auch Sachen, die ich Vimi so nicht transportieren will. Und ich habe gemerkt, dass Kinder nicht so nachtragend sind, wie ich es mit mir bin. Was ich im Grunde tun kann, ist mir die Situation angucken, die mir ein schlechtes Gewissen machen und versuche zu sortieren. Ist das was gewesen, was ich hätte besser machen können? Was hätte ich besser machen können? Oder ist das was gewesen, was eben manchmal einfach der Alltag von einem verlangt? Und es ist vielleicht nicht die Idealvorstellung von dem, wie man sich verhalten wollen würde, aber man ist eben keine Maschine. Man kann nicht immer gleich ausgeglichen sein und so weiter. Und das dann eben einfach reflektieren, woran hat es gelegen und was kann ich verändern, damit das eben das nächste Mal anders läuft oder kann ich es eben auch nicht verändern. Und gerade weil ich die ersten 2,5, 3 Jahre im Grunde eigentlich fast durchgehend ein schlechtes Gewissen mir gegenüber hatte, weil ich eben am Anfang nicht so präsent war als Mama und nicht so lieben konnte, wie ich hätte eigentlich gefühlt müssen, wie es auch verdient gehabt hätte, versuche ich ganz doll daran zu arbeiten, das abzubauen. Und ich merke, je mehr ich das mache, desto mehr entspannt uns das auch, weil ich natürlich auch andere Dinge ausstrahle. Ich würde echt mal interessieren, wie ihr das so macht mit dem schlechten Gewissen. Habt ihr das noch? Könnt ihr das irgendwie loslösen von euch? Was sind so eure Strategien? Vielleicht kann ich da auch von euch mir noch ein bisschen was abgucken. Also wenn ihr Lust habt zu teilen, sehr, sehr gerne. Ansonsten werde ich jetzt, glaube ich, mich so ein bisschen noch auf die Couch kuscheln, ein bisschen Planung machen für nächste Woche, für den Geburtstag. Und dann machen wir eine richtig schöne Sause und feiern 5 Jahre Vimi mit diesem wilden Haufen an verrückten Leuten, denen wir unsere Freunde schimpfen. Und ich freue mich sehr drauf. Ich glaube, das wird sehr schön. Ja, in diesem Sinne verziehe ich mich jetzt auf die Couch und wir sehen uns im nächsten Video, wenn ihr mögt. Bis dann.